Kurz vor Weihnachten im sonnigen Florida. Peter Falk ist Nick in Happy New Year. Nick ist ein Gangster und er hat Großes vor. Er möchte einen Nobeljuwelier berauben. Wir haben keine Chance. Drei Verkäuferinnen, ein Geschäftsführer, ein Portier. Moser Alarmanlage, das Beste, was es gibt. Sehr gut versteckt und vermutlich direkt mit der Polizei verbunden. Der Laden ist eine Festung, vergiss es. 8.45 Uhr, der Geschäftsführer tritt an. Notiere, dass er durch die Hintertür reingeht. Geht durch Hintertür die... rein. Das schaffen wir nie. Sieh mal, es gibt zwei Arten von Menschen im Leben. Es gibt die Kunden und es gibt die Händler. Und nun wird es Zeit, dass die Kunden die Händler übers Ohr hauen. Guten Tag, Sir. Wenn du das verstehst, verstehst du alles. Wir sind doch keine Kunden. Aber das wissen nur wir beide. Aber die sind auch hübsch. Was kosten sie? $49.990. 50.000, ja? Ja, beinahe. Ja, Kleinkram, nicht wahr? Sie haben ein bezauberndes Lächeln, mein Kind. Es ist schön, bei Ihnen zu sein. Ich danke Ihnen, Debbie. Mhm. Guten Tag, Sir. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ah, ja, guten Tag. Ja, ich habe da ein Problem. Sehen Sie, von all diesen Stücken würde ich nämlich das Billigste bevorzugen. 49.990. Der Kerl ist wunderbar, dieser falsche Schwätzer. Dieser ölige... Peter Falk. Doppelzüngige Heuchler. Dies ist ein Überfall. Hier, fang! Und Charles Durning als Charlie... Punkt Nummer 8. Alles läuft absolut wunderbar. Etwas Champagner, Madame. Nein, danke, junger Mann. Ich berausche mich am Leben. In einer Neuverfilmung der Komödie von Claude Lelouch, ein glückliches Jahr. Ich muss doch bitten. Oh, keine Sorge, Ma'am. Sie gehört praktisch zur Familie.